Immerhin. Ubisoft direkt geopend fand ich mega nice mit South Park, The Fractured But Whole. Ja. Naja, gut, aber da fing es dann halt auch direkt schon wieder an, dieses Gespräch zwischen Aisha und den Typen da. Das waren Matt und das waren die South Park Creator, Mann. Das habe ich gar nicht gesehen. Die zwei Typen machen im Keller immer mit ihrem Studio South Park mit 100-Stunden-Wochen oder was. Du weißt doch, wie South Park produziert wird. Der Prozess ist enorm abgefuckt. Und ungefähr so haben die auch das Videospiel produziert. Das war so großartig. Stick of Truth, eines der besten Spiele in dem Jahr gewesen. Ich bin so froh, dass sie noch eins machen, weil die nämlich nach Stick of Truth explizit gesagt haben, wir machen kein Videospiel mehr. Das hat uns so platt gemacht. Und dann haben sie irgendwie gesehen, oh Money, richtig Money, ordentlich Money. Es hat geregnet, die Benjamins hat es geregnet. Und dann haben sie gedacht, ja, machen wir. Und der Trailer, oh, Jens, da ist mir echt das Herz aufgegangen. Das war so dreckig, so lustig, das war genau perfekt. Es ist halt South Park Humor. Ja, aber das Tolle war halt, sie gehen jetzt weg von diesem Fantasy-Roleplaying und das haben sie am Anfang so ein bisschen angeteased und dann spielen die Kinder jetzt Superhelden. Ja, also quasi auch wieder selber RPG-Technik, nur übrigens nicht Obsidian mehr. Ne? Die hast du wahrscheinlich nicht komplett das Ding dir angeguckt, aber Obsidian ist nicht mehr dabei. Sondern Ubisoft macht das jetzt mit einem eigenen Studio. Ich nehme an, da ist eine Fraktion aus Obsidian dabei. Die Tech haben die ja noch. Und das ist ja auch das Hauptding. Die Tech steht ja noch. Das heißt, es dürfte gar nicht so schwer sein, für die jetzt ein neues Spiel zu produzieren. Aber du weißt, wie Ubisoft mit seinen Hausproduktionen Assassin's Creed und so, ne? Ja, wenn da 100.000 Studios dran sind, so wie Ubisoft das manchmal macht bei ihren Riesenprojekten, aber das wird ein Studio sein, speziell dafür, haben sie auf jeden Fall auch gesagt. Und dann ist das anders können Matt und Trey ja gar nicht arbeiten. Die machen ja alle Stimmen in dem Spiel, wie in der Serie auch. Das heißt, die machen auch das komplette Skript und alles. Das Spiel ist eigentlich deren Projekt. Die Animation und der Scheiß, also die Technik steht ja schon. Das heißt, es kann gar nicht so schwer sein und könnte sogar schon nächstes, übernächstes Jahr rauskommen, so wie der Trey aussah, sind die schon richtig weit in der Konzeptphase vorangeschritten. Aber keine Ahnung. Das ist nur so meine Hoffnung. Also das war für mich übrigens das Highlight dieser Konferenz von Ubisoft. Gehen wir direkt mal weiter, da ist was eher für dich. For Honor, dieses Schwertkampf. Ich war fasziniert auf jeden Fall, ja. Ich hatte das am Rande schon gesehen. Ich war beeindruckt. Ich habe ja Chivalry gespielt eine Weile und Chivalry als quasi First Person Nahkampfsimulator ist okay, aber immer noch ein bisschen unausgereift. Und die Developer haben auch leider nicht sehr viel dabei getragen. Da wird, glaube ich, nicht mehr viel gemacht mit. Aber das Konzept war ziemlich geil, es fühlte sich gut an und wenn For Honor noch besser wird, dann könnte ich mir echt vorstellen, dass das ein großer Multiplayer-Hit wird. Ich habe gesehen, dass es sich eher auf Duelle fokussiert, was sehr gut ist. Mit dieser Third-Person-Kamera. Ja, aber da waren auch 2 gegen 1 und sowas teilweise drin. Ja, ne? Es gab auch mehr, richtig. Und ich habe, was ich gesehen hatte, es gab so NPCs wohl, die auch noch da rum. Das, weißt du was, bei mir war das so, als sie das, die haben ja diesen CGI-Trailer gezeigt, der wie immer nichts ausgesagt hat, wo man nicht wusste, was ist das jetzt für ein Spiel. Dann fing das aber an, so mit Gameplay, haben die dieses Tor, also das ist so ein Medieval, ne, also wie Chivalry haben wir ja gerade verglichen für Leute, die den Trailer nicht gesehen haben, also Ritter stürmen so eine Burg und dann siehst du halt die NPC, also du siehst halt die Spielerritter mit einem Namen über dem Kopf und dann siehst du halt NPCs, halt einen ganzen Haufen, das war so fast Dynasty Warriors mäßig, halt so richtig, der hat die aber auch wirklich mit einem Move immer alle weg, das war wirklich wie bei Dynasty Warriors, ich dachte jetzt, hä, macht Ubisoft jetzt Dynasty Warriors, übrigens Giant Bomb haben das auch tatsächlich angesprochen. Ja, und dann findest du einen anderen Spieler und dann musst du dich duellieren. Ich fand das nämlich geil, dieser Wechsel zwischen ich bin ein totaler Badass und hau mich da durch diese Typen durch. Also der hatte ja wirklich mit 2, 3 Moves, hatte immer so einen Typ umgehauen und das war sehr flüssig, sah echt gut aus. Und dann kam der andere Spieler, das war übrigens auch Live-Stage-Gameplay, auch eine positive Sache zu Ubisoft allgemein, die haben sehr viel Live-Stage-Gameplay gezeigt, kam dieser Typ. Und dann haben die halt wirklich ein langes Duell, die zwei Spieler, mit Blocken und allem, weißt du? Und dann wechselt das wahrscheinlich wieder zu, ich mähe andere Typen um, also NPCs. Finde ich eigentlich ziemlich nice als Dynamik, muss ich sagen. Und was ich anmerken muss, was mich sehr beeindruckt hat, die haben sich offensichtlich wirklich mit dem befasst, was sie da machen, weil der Ritter konnte Halbschwert machen, das Schwert in der Mitte greifen und dann damit zustechen und so. Richtig. Was tatsächlich eine legitime Taktik war. Ja. Nee, der Typ mit dem, also der Typ,
der das vorgestellt hat, der mit dem Gehstock. Oh ja, dieser komische, super exzentrische Typ. Jetzt kommt ein bisschen meiner Special Simon ist super YouTube Gaming Persönlichkeit Gedöns und Ultra Nerd. Das willst ist du dir der, jetzt auch einen Stock holen? Nein, jetzt kommt mein Spezialwissen. Der Typ hat Red Steel gemacht, dieses Wii-Game, wo du mit dem Schwert. Oh. Yes. Das ist mir nämlich, ich habe das sofort nachgeguckt, der kam mir nämlich bekannt vor. Also das fand ich ja auch richtig geil. Red Steel 2 vor allen Dingen hat es geschafft, auch die Wii-Mode richtig zu benutzen, wo du dann mit dem Schwert so blocken und alles konntest. Mhm. Also der ist Fan. Der ist schon lange Fan und hat auch damals zu Red Steel, das ist nämlich auch noch, ne? Weiß der, ich auch sieht noch. Aus, der sieht aus wie jemand, als würde der Schwertkampf, ja. Ja, der hat, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, der zieht noch ein Schwert aus seinem Stock da raus. Also, aber jedenfalls hat der auch damals bei Red Steel, das ist mir nämlich auch noch eingefallen, hat der auch ganz viel über wirklich Sword Art und da haben die auch immer Dokumente gezeigt, so alte Texte und so ein Scheiß. Also die haben sich wirklich damit befasst, Schwertkampf. Von daher ist das in guten Händen und ich glaube, das ist auch ein Passion-Project sozusagen. Die haben richtig Bock, ein Melee-Schwertkampfspiel zu machen. So kam mir das zumindest vor. Also das hat mich positiv überrascht. War ein komplett neues Ding. Ne? Gehen wir mal weiter eins. Und zwar The Crew Wild Run. Ich fand ja The Crew gar nicht so schlecht. War nur wenig los. Wenig Leute haben es gespielt. Und da war ein bisschen... Das war ein tolles Konzept. Und da war so ein bisschen... Aber nicht immer gut umgesetzt. Was jetzt dieses Wild Run ist, ist quasi komplette grafische Überarbeitung offensichtlich. Also die scheinen das jetzt so ein bisschen... punkiger oder so zu machen. Also so, das ist, geht so weg von diesem The Crew hatte ja teilweise so einen relativ ernsten, also das sah einfach aus wie Need for Speed oder so. Du hattest ja echte Karren oder so. Das scheint jetzt mehr so in diese abgefahrene Richtung zu gehen, weil du konntest ja auch dann irgendwie an deine Karre irgendwie so riesen Spoiler und dann aber auch riesen Federungen und dann mega Monster-Truck-mäßige Reifen und konntest dir eine Offroad-Version oder irgendwas bauen oder so eine Mad Max-mäßige Karre. Ich glaube, in die Richtung scheint jetzt mehr zu gehen. Gab es nicht viele Informationen zu, müssen wir eigentlich auch gar nicht mehr drüber reden. Ich habe halt das Gefühl, wenn The Crew schon nicht wirklich geklappt hat, dann werden sie damit auch niemanden mehr das kam mir aber auch die ganze Zeit so vor wie, hier, wir haben das nochmal komplett überarbeitet. Bitte spielt unser Spiel. Ja genau, so ich glaube, das war so, hier spielt doch nochmal The Crew, ne? Vielleicht hat euch der Stil nicht gefallen, jetzt ist es ganz anders versprochen, so ungefähr, ne? So, ich meine, wenn mehr Leute dem Spiel eine Chance geben würden, es ist gar nicht schlecht gewesen, hatte halt nur seine Macken wie jedes Open-World-Ubisoft-Game einfach. Ja, leider. Aber das ist ja auch, es ist ja sehr formularisch, was sie gemacht haben. Ja, aber ich fände es schade, wenn es nicht ein Crew 2 geben würde mit so einer riesen Map und so. Ich fände, das ist ein Konzept, was man weiter verfolgen kann. Also, ja, keine Ahnung, das kann man auf jeden Fall nochmal so ein bisschen beobachten. Was es jetzt noch gibt, ist The Division. Ganz ehrlich, das sind doch dieses. Nein, warte, nicht Division. Du denkst auch an das Falsche, das hieß anders. Nein, Tom Clancy's The Division. Dann denke ich an was anderes, weil das, wir hatten doch schon mal ein Video, das fast genauso aussah. Von was? Ein Spiel, das fast genauso aussah. Wie The Division. Warte mal. Bist du irgendwie gerade verwirrt? Ja, ich sag mal kurz was dazu. Also das ist ja dieses, die Welt ist total zusammengebrochen, also Infrastruktur, alles komplett zusammengebrochen, eine Art Postapokalypse und alle stehlen von allen, jeder gegen jeden, Dog eat Dog auf der Straße, ist niemand mehr sicher und du bist so die letzte intakte Regierungsorganisation, die versucht die Ordnung wiederherzustellen. Es scheint eine Art Open World Multiplayer, keine Ahnung, MMO-Element-Shooter zu sein, wo du halt in der echten Welt quasi rumläufst und hier so diese Raider, also die Gangster aufhalten möchtest oder so ein Kram. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, die zeigen uns, glaube ich, seit zwei... Korrekt. Du brauchst gar nicht auszureden. Ja. Die Division ist schon so lange angekündigt. Soll nächstes Jahr dann ja rauskommen mit einer Beta oder sowas, glaube ich, dieses Jahr. Immer noch zu wenig Gameplay, um zu sagen, was zur Hölle dieses Spiel und eigentlich sein soll. Dieses ewige, dieses geskriptete Teamspeak-Gelabere da. Jedes Mal. Oh, das ist so fürchterlich. Das hatten sie zweimal. Das hatten sie auch beim nächsten Spiel, worüber ich reden wollte. Ja. Und zwar Rainbow Six Siege. Ja, genau. Kann ich nichts zu sagen. Ganz ehrlich, auch wieder, ist das nicht auch von Tom Clancy, Rainbow Six? Ja, irgendwie alles Tom Clancy bei denen diesmal. Rainbow Six war mal eine Reihe, wo du der Commander warst und den Raid geplant hast mit einer Karte von oben vorher.
Und jetzt ist es halt einfach nur ein generischer Shooter. Nein, generischer nein. Viele Leute mögen diesen neueren Rainbow Six, also Vegas zum Beispiel oder sowas. Und Siege scheint eine konsequente Weiterentwicklung davon zu sein. Die haben tatsächlich von so Sachen wie, ich sag mal, Raid-mäßigen Mechaniken geredet. Also die haben jetzt gerade groß den Singleplayer auf der Konferenz gezeigt. Vorher der Multiplayer, das war schon länger bekannt. Du musst halt eine Geiselsituation entschärfen. Du kommst ja, halt, ja, genau. Du, das kannst, du hast das Haus, du hast ein Team, was da die Geisel im Haus hat, dann brichst du irgendwie in das Haus rein, das ist komplett zerstörbar. Du kannst also auch Wände einschlagen, musst die Jungs überraschen, die Geisel retten, abhauen. Du hast verschiedene Heldencharaktere, so einer kann Rauchbomben werfen, der eine kann dies und jenes, so ein kleiner Roboter, der unter der Tür durchfährt, muss halt erstmal deine Umgebung checken und so. Das sieht super interessant aus. Das sieht wirklich, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass das eins der Spiele ist, wo ich echt Bock drauf habe, und das erinnert mich so ein bisschen an Destiny, muss ich sagen, was sie jetzt gezeigt haben im Singleplayer-Modus, wie viel man sich da absprechen muss. Also dieses, hier ist jetzt ein Punkt, den verteidigst du, jetzt passiert da was, du musst mit dem Team halt gucken. Also das sah für mich einfach aus wie eine gute Koop-Singleplayer-Sache, wo man sich viel absprechen musste. Der eine Typ, wie gesagt, hatte so ein Riesenschild, das war schon fast einfach lächerlich groß. Ja, und der ist halt der Tank quasi. Dann gab es einen Healer oder einfach so, man hatte das Gefühl, das war richtig so klassenbasiert, man musste sich absprechen. Der eine konnte dies, der andere das und so. Viel, also da war halt auch in Anführungszeichen Fake-Fireteam-Chat sozusagen dabei. Aber ja, das waren halt Typen, die auf der Bühne saßen und das gespielt haben. Und das war offensichtlich auch wirklich Live-Gameplay. Ich finde es aber von der Präsentation her, ich denke mal, das wird auch in 3 Monaten nach Release dann vergessen sein, bin ich mir fast sicher. Weil du bist immer noch so wegen Evolve, ne? Weil das so schnell vorüber war. Ja. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Kann man jetzt noch nicht sagen. Dann gab es noch Trackmania, kann ich auch nichts zu sagen. Schon wieder ein neues Trackmania. Sah halt aus wie Trackmania. Da war nichts. Da war wirklich nichts anderes. Sicherlich. Ghost Recon, Open World Game, Wildlands. Das war so ein bisschen. Da war ich tatsächlich, ich war durchaus beeindruckt. Das war von den generischen Shootern, die sie gezeigt haben, noch der am wenigsten langweilige. Ja, auch das war ja so super auf Koop oder Teamplay ausgelegt, genau wie Siege. Also das schien irgendwie so ein bisschen so ein Fokus bei Ubisoft zu sein. Das Ding war ja auch, da war die ganze Zeit so, get the cocaine is in the second floor. Und es ging halt irgendwie darum, die ganze Zeit irgendwelche Drogenkartelle in der Open World auszuhebeln. Ich finde die Idee, dieses taktische Shooter-Gedöns und sowas planen und so in der Open World mit im Koop oder in einem NPC-Team, finde ich, ist eine tolle Mischung, aber da es Ubisoft ist, gehe ich fest davon aus, dass es halt dieselbe Open-World-Mechanik haben wird wie Assassin's Creed, dass du auf irgendwelche Punkte gehen musst, um dann irgendwelche Sachen freizuschalten. Nein, wie The Crew. Und jetzt kommt warum. Denn am Ende von dieser Präsentation hat das Ganze rausgezoomt, ja, und dann hast du so eine Art Landmasse gesehen, also das war wohl dann das ganze Gebiet, ja, das war so ein halber Kontinent fast, und dann hast du überall so kleine Dots gesehen, wie bei dem Crew-Trailer mit, das sind Spieler, weißt du, und hier waren die 3 Spieler, und es war halt wirklich, die waren mini-kleine, waren hunderte von Spielern, und vielleicht haben sie sich da die Technologie genommen, weißt du, von der Crew, mit dieser großen Welt, die zum Großteil ja auch, da ist ja viel, ich sag mal, prozedural, die Bäume haben die nicht alle einzeln dahin gemalt und so, ne, einfach so drüber gebrushed oder sowas. Es gab viel mit Fahrzeugen und Flugzeugen. Ja, ja, eben. Und haben die halt vielleicht wirklich so eine Riesen-Map, das wäre ja geil. Das finde ich wirklich gut. Aber darüber haben sie nicht mehr gesagt, als diesen Trailer zu zeigen. Aber auch da, neues Game, direkt Gameplay gezeigt. Gut, ist, ja, richtig. Das ist doch, also ich, das muss man, da muss man wirklich Ubisoft für loben. Die haben neue IPs gezeigt, von denen man nichts wusste. For Honor, das jetzt hier. Und sofort mit Gameplay geglänzt sozusagen. Also die anderen, war ja wirklich, die anderen Konferenzen haben dann nicht mehr so viel, ne? Das war eher alles so Cinematic-Bullshit. Und eine Sache, am Ende nochmal Assassin's Creed Syndicate, aber davon haben sie gar nicht so viel gezeigt, ne? Vielleicht wissen also sie, dass wieder, die Leute... Ja. Es wäre wahrscheinlich auch ein Desaster gewesen, wenn sie. Es ist schon wieder ein neues Assassin's Creed. Das wird auch gemolken bis zum geht nicht mehr. Das Prinzip wird dasselbe sein. Ich fand das Setting dieses Mal ein bisschen besser als revolutionäres Paris. Das interessiert mich einfach historisch überhaupt nicht. Und diese Szene in der Bar, dass du halt irgendwie deine eigene Gang aufbauen musst. Das hat mich an Brotherhood erinnert. Richtig, das ist sicherlich schon. Was das beste Assassin's Creed war. Ist interessant, ist halt die Frage, ob es vernünftig laufen wird. Ob sie es diesmal hingekriegt haben. Du hast übrigens Anno vergessen. Ja, das habe ich jetzt nicht erwähnt. Schäm dich als Deutscher. Ich hab das hier auf meiner Liste, aber ich habe es nicht erwähnt, weil ich fand das jetzt nicht so relevant, muss ich sagen.
Anno in Space ist cool. Ja, es gibt Anno mit Space, beziehungsweise du kannst einen Mond besiedeln, das war es dann aber auch schon. Ja. Ja, aber zurück zu Assassin's Creed, weil das ja wohl immer noch ein Flaggschiff-Ding von Ubi ist. Setting finde ich auch gut, das ist cool, aber was mir halt fehlt, ist der Gimmick. Du hast jetzt halt so einen Grappling-Hook und kannst schnell auf die Dächer. Richtig. Die Gebäude sind jetzt mit richtigen Straßen, also wo halt wirklich so Pferde und Wagen langfahren. Also da ist richtig Platz zwischen den einzelnen Gebäuden. Ja, es ist halt auf Steampunk ein bisschen gemacht. Ja, minimal. Das heißt, du brauchst halt auch diesen Grappling-Hook, um teilweise von einer Seite der Straße auf die andere zu kommen, übers Dach. Aber das ist halt, das ist nicht genug Gimmick. Das ist nicht genug. Da ist kein Schiff dabei. Weißt du, was ich meine? Kein Schiffskombat. Ja, richtig. Aber die werden das austauschen mit deiner Gang, die du dann irgendwie managst. Vielleicht. Wenn das gut gemacht ist. Aber das ist nicht das erste Mal, dass Assassin's Creed sowas macht wie, schick deine Jungs da und dahin, um das Gebiet zu verteidigen. Wenn das nicht sowas Cooles ist wie, hier ist ein Gebiet, das wird wirklich angegriffen. Also da sind dann gegnerische Truppen und du kannst dann deine Jungs dahin senden, hast so ein bisschen strategischen Einfluss auf den ganzen Kram, dann ist das irrelevant. Wirklich, und wenn es nur ein Spreadsheet ist, ein Dropdown-Menü, wo du dann sagst, hier raub die Bank aus oder so ein Kram und dann das einfach in 20 wird Minuten sein. Ja, weiß ich nicht. Das wird auch wieder. Du gehst auf den Turm, du gehst auf den Big Ben und schaltest Punkte frei und musst dann. Ey, ich würde gerne auf den Big Ben klettern, aber dafür muss ich mir nicht Assassin's Creed jetzt kaufen. Nur du glaubst doch nicht, dass in London und dann nicht auf den Big Ben. Big Natürlich Big ist der ben Big Ben und dann, sicher. Muss vom Big Ben jumpen, springen. Junge. Hundertprozentig. Ja. Aber was mir jetzt da in dem Ganzen auch nochmal aufgefallen ist, die haben die Konferenz ja schon damit angefangen, dass Aisha Tyler direkt schon so gesagt hat, wir lesen euer Feedback, egal wie gemein das ist, so ungefähr. die haben ja richtig am Anfang, bevor die Show losging, ich habe ein bisschen vorher schon eingeschaltet, haben die so die Entwickler fiese Tweets vorlesen lassen. Oh, das ja, Game das ist shit und so ein Kram. Aber das war völlig gerechtfertigt, was Assassin's Creed Unity angeht. Das war einfach shit, schlecht optimiert. Die haben sich damit wirklich ihr Franchise so ein bisschen, das ist glaube ich auch der Grund, warum sie jetzt Syndicate so wenig gezeigt haben und sich mehr auf neue IPs fokussiert haben, um zu zeigen, hey, wir können auch noch andere Sachen. Wir machen nicht nur jedes Jahr dasselbe Assassin's Creed, wir machen auch jedes Jahr dasselbe Assassin's Creed. Das macht auch Geld, aber wir machen auch noch andere Sachen. Aber ja, du ist, komm, also ich nehme, generisch würde ich Rainbow Six Siege nicht nennen, bei all dem Zeug, was man da machen kann. Und auch das andere nicht, also was sie neu angekündigt haben, Wildlands. Ja, Wildlands sieht tatsächlich interessant aus. Generisch würde ich es, wie gesagt, nicht nennen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall Ubisoft haben bei mir trotz allem immer noch ein Stein im Brett, weil sie einer der wenigen großen Entwickler sind, die halt auch wirklich Risiken eingehen mit so Sachen. Also die halt auch mal eine neue IP wie For Honor machen. Ein Medieval-Ritter Melee-Focused Combat-Gedöns, da stecken die halt richtig Kohle rein und lassen halt irgendeinen verrückten Typ mit einem Gehstock ein Spiel entwickeln. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich kann die auch echt artistisch respektieren, weil die haben wirklich noch die machen halt wirklich auch noch Videogames teilweise. Auch diese kleineren Games, ja, wie hier jetzt Rayman Legends und so ein Scheiß. Oder das war kein wirklich kleines Game. Oder dieses Valiant Hearts oder all diese Sachen. Dieses Indie-artige. Die unterstützen wirklich Kreative auch. Oder Kreativität noch. Das muss man hochhalten. Aber trotzdem haben die halt auch ihre AAA-Dinger noch, weißt du? Die müssen ja auch irgendwo sehen. Das Indie-Gedöns und zwar nicht wie bei EA aus Selbstschutz, um dann zu sagen, ja, wir unterstützen doch die kleinen Entwickler und so weiter. Und dann laden sie halt die Gone-Home-Typen ein, weil das die best Publicity bringt. Ja, gut. Aber ja, Assassin's Creed Syndicate ist ja jetzt nicht so weit weg, muss man halt sehen. War jetzt halt wirklich nicht so spektakulär. Der Rest von der Konferenz, was sagst du abschließend dazu? Der Ubisoft-Konferenz insgesamt. Ja. Naja, es war schon nicht unbedingt toll. Also insgesamt, Aisha Tyler zum Beispiel, ich weiß nicht, warum sie die jedes Jahr wieder einladen und dieser gefakte Enthusiasmus. Es war halt echt, es war halt echt ein bisschen schwer zu gucken teilweise, wirklich. Es hat ein bisschen wehgetan. Ich fand immer noch, EA war schlimmer, weil wir uns halt durch den Sport quälen mussten und durch Pele und so. Und du fragst dich die ganze Zeit, für wen machen die das? Nee, ich würde auch sagen, Ubisoft bessere Konferenz als EA, weil auch einfach Games und Gameplay. Ja. Ja. Teilweise musste man halt die Augen mal zukneifen und sich die Ohren zuhalten und la 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 rufen, weil man sonst halt nicht glauben konnte, was die da für ein Bullshit gemacht haben. Man schämt sich halt teilweise echt fremd. Ja, ja. Aber ja, nee, trotzdem, die E3 ist immer noch besser. EA war letztes Jahr schlechter, Ubi war auch letztes Jahr schlechter. Ist besser auf jeden Fall als letztes Jahr auch gewesen, wie bei Microsoft.
Also ein durchaus positiver Trend. Ich würde sagen, das war es auch von unseren Konferenzen. Außer du hast noch irgendwas Brennendes, was du sagen musst. Nee, gibt nicht viel zu sagen. Nee, ich denke, wir haben die Punkte eigentlich recht souverän abgehandelt. Die nächste Konferenz ist Sony. Die kriegt wieder ein eigenes Video. Danach noch Nintendo. Und dann ist quasi der Deckel drauf für die Konferenzen. Ja, Jens muss Sony und Nintendo noch schauen, aber... Nintendo kannst du alleine machen, mein Freund. Nintendo war die beste Konferenz, kann ich dir jetzt schon sagen. Mein Freund, sagte ich dir als Nintendo-Fanboy. Du kannst ja Kontra bieten, du kannst ja gerne ne, so fundiert versuchen, mich unter den Tisch zu reden. Aber ich sag dir trotzdem, wenn du die gesehen hast, die war verdammt gut. Mm, toll, Moment, Mario Maker, sag ich nur. Ich dachte, einer von den Nintendo-Typen hätte sich entschuldigt, dass die so... Moment. Jetzt nicht hier schon vorwegnehmen. Also, das war's auf jeden Fall wieder von uns für diese Ausgabe von Simons Senf und Jens E3 Special Edition Extravaganza. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.